Online live hier bei 99,7 und auch auf Facebook und YouTube. Sie wissen es ja schon, auf Facebook finden Sie uns unter Fundação Cultural Suábio Brasileira, auf YouTube unter Suábios do Danúbio. Ich bin da als Galvão Bueno. Der hat sich jetzt ein bisschen, ist schon in Rente, unser guter Galvão. Aber wir machen unsere Arbeit schön weiter. Gut, und neben mir in unserer Live-Sendung, Online-Live-Sendung, hockt unser Newton Schner Junior aus Ponta Grossa direkt live zu bei uns. Hallo Newton, wie geht's dir? Auch einen schönen Gruß unseren Zuschauern auf Facebook und YouTube und Zuhörern in Entre Rios. Hoppla, der Klaus hat ausgeschaltet. Jetzt ist meine Schuld. So, jetzt. Ja, servus, Klaus. Es ist, wie gesagt, so eine große Freude, so mit euch sprechen zu können. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich danke dir nochmal von Herzen, dass du mitgemacht hast. Wir sind da gar nicht mehr gewöhnt mit diesen technologischen Interviews, Online-Interviews, aber das wird schon klappen. Wunderbar. Newton Schner ist Pianist, wie ich schon vorher erwähnt habe, und auch Deutschlehrer. Und jetzt werden wir, dieses Jahr werden wir eine neue Serie durchführen mit Interviews von Deutschstämmigen aus ganz Brasilien, damit wir über diese 200-jährige Zeit von Entre Rios, also die 200-jährige, da haben wir jetzt Klavier gehabt, wunderbar. Hast du dieses Lied erkannt? Newton. Was für ein Lied. Nee, gut, da hast du es nicht gehört. Wunderbar, das ist schon mal gut. Aber hier in Entre Rios ist gerade ein Lied eingeblendet. Aber dieses Lied, das ist ein schönes Lied, das hat auch einen Preis gewonnen. Newton Schner hat einen wunderbaren Preis gewonnen. Darüber wollen wir auch sprechen. Ich wiederhole schnell nur nochmal unsere Preisfrage, damit auch alle mitmachen können. Sehr einfache Frage. Welche Kaiserin förderte die deutsche Einwanderung nach Brasilien ab 1824? War es Kaiserin Caroline Josepha Leopoldine Franziska Ferdinanda von Habsburg-Lothringen oder Kaiserin Elisabeth Amalie Eugenie von Bayern? Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, obwohl es eine Bayerin ist. Oder C. Kaiserin Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador Bibiano, Francisco Xavier de Paula Leocádio, Miguel Gabriel, Rafael Gonzaga de Bragança e Bourbon. A, B oder C. Und wer den ganzen Namen reinschreibt, bekommt einen Doppelpreis. Nee, das ist nur Spaß. Rufen Sie an. Bitte Achtung. Unsere Telefonnummer heute lautet 3625 8528, dieselbe Nummer, unsere WhatsApp-Nummer, denn unsere normale Nummer, die 1900, die funktioniert heute nicht. Keine Ahnung. Aber 3625 8528, Sandra Schmidt wartet schon auf Ihren Anruf. A, B oder C können Sie auch in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook schreiben. Roberto, es hat schon dabei. Vielen herzlichen Dank, Robi, wie immer. Der Erste, der Verstappen des Interviews. Und jetzt sofort zum Interview. Newton, könntest du dich ein bisschen vorstellen? Viele können sich vielleicht noch an dich erinnern. Du hast ja schon mit uns gesprochen, hast ja schon in Entre Rios gespielt, aber andere vielleicht nicht. Also könntest du kurz zusammenfassen, wer du bist, woher du kommst und wohin du gehst? Ja, das ist die größte Frage, ja. Wer bin ich, ja? Also, ich heiße Newton Schner Junior, komme aus Ponta Grossa, bin ein gebürtiger Ponta Grossese, ja? Ponta Grossese, ja? Ja. Und ja, bin 37 und beschäftige mich so mit Musik, mit fremden Sprachen, ja? Toll. Also, und du hast auch eine Deutschschule, oder? Das ist wie ein Kulturzentrum, wo wir so mehrere Sprachen anbieten, und zwar so Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch.
Toll, eine Sprachschule also dann, nicht nur eine Deutschschule. Ja. Wunderbar. Und woher Ja, bitte, Entschuldigung. Nein, nein, es fehlt noch Schwäbisch, ja. Ja, da könnte ich eigentlich meinen Lebenslauf antragen und mal sehen, ob das funktioniert. Gut. Woher stammt eigentlich deine Verbundenheit zur deutschen Sprache? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt so zum Teil so aus der Familie, aber andererseits, ich weiß nicht, warum ich so eine Begeisterung habe. So, und jedes Mal, wenn ich mich in Deutschland befinde oder wenn ich so mal die deutschsprachigen Siedlungen hier in Brasilien besuche, wird diese Begeisterung noch größer, ja. Toll. Und das ist eigentlich etwas, was du sehr gerne machst, also verschiedene Städte kennenlernen. In Entre Rios warst du eigentlich auch schon einige Male, hast du eine Ahnung, wie oft du schon bei uns warst ungefähr? Ich glaube so mindestens 5-mal. 5-mal schon? Ich habe zum Beispiel auch so Freunde begleitet, die so Freunde aus Santa Catarina und aus Deutschland, die unbedingt zu euch so gehen wollten, dann okay, ja, ich zeige euch so kurz so, wie Entre Rios aussieht und hatte auch so die Gelegenheit, die Feste zu genießen und für mich, ich habe das schon mehrmals erwähnt, so, was ihr da macht, ist für mich so ein großes Vorbild, ja, in vielen Hinsichten. Dankeschön. Also wir versuchen das Beste zu machen. Und du warst ja das letzte Mal eigentlich, nach der 70-Jahr-Feier warst du eigentlich auch schon mal hier, oder? Ja. Ja, aber wie hat dir die 70-Jahr-Feier gefallen und hast du die ganze Tage auch begleitet? Wie war das? Ja, also ich habe so kurz so gezeigt und letztes Mal haben wir da sogar gezeltet. Ich habe schon 2 oder 3 Mal in Interviews gezeltet und das letzte, so mein erstes Mal war so -1 und oh. Oh je. Aber als Pontagrossenser, bitte? Es war arschkalt, ja, wie wir auf Deutsch sagen. Ja, ja, genau. Ja. Ja, bei uns gibt es ein bisschen weniger Wind vielleicht als in Ponta Grossa, aber dafür ist es auch doch ein bisschen kälter, glaube ich. Ich habe 4 Jahre lang in Ponta Grossa gelebt und der Wind, der war auch nicht der tollste bei -Grad. Aber sag mir mal bitte, ich glaube, das wissen die wenigsten. Wo kann man in Entre Rios zelten? Ja, so. Wo es Rasen gibt, ja. Gut. Wo hast du gezeltet da? Eine gute Frage. Es war so, ich glaube, wenn ich nicht irre, war das auch so wie ein privates Eigentum. Ich weiß nicht so, wem dieses Grundstück gehört, aber in Ordnung, ja. Toll, super, super schön. Und ja. Du hast bei uns ja auch schon mal gespielt in unserem Kulturzentrum. Wann war das und wie war diese Erfahrung? Das war im Jahr 2016. Das war mein zweites Mal in Entre Rios. Das war sehr schön, weil ich war schon von Anfang an so total begeistert und für mich so diese Gelegenheit, mal so ein Interview in einer deutschsprachigen Radiosendung zu haben, so zum ersten Mal war es für mich so, genauso wie heute, so ich glaube, ihr könnt so sehen, wie ich so glücklich bin und es war für mich fast wie eine Wunderwelt sozusagen. Es war sehr schön, ja. Toll, also das freut uns sehr, wenn jemand so Newton war am ganz aus dem Häuschen, wenn wir sagen, als ich ihn eingeladen habe, das sind wir sehr, sehr froh, dass jemand sich freut, mit uns über die eigene Erfahrung zu sprechen.
Und ich möchte auch wissen, du hattest ja sehr tolle Erfahrungen in den letzten Jahren. Also was eigentlich deine Kunstwelt anbelangt, aber auch was dann die Sprachwelt, sag mal jetzt so, die Sprachenwelt anbelangt. Beginnen wir mal mit der Musik. Du hast eigentlich einen Preis gewonnen. Was für Preis war das und warum ist der so bedeutend, so wichtig? Ja, das war so der sogenannte Premio Radio Mac. Radio Mac ist so die, so vielleicht so die bekannteste Radiosendung im ganzen Brasilien im Bereich so von klassischer Musik, ja. Und da habe ich mich ja so eingeschrieben, so für diesen Preis. Es war so interessant, weil in jener Zeit, in jenen Tagen, war mein Arm gebrochen, ja. Und dann saß ich einfach so zu Hause, ich durfte so kein Klavier spielen und ja, ich schreibe mich einfach ein, ja. Und das war so wie eine Kategorie für Komponisten, ja. Und dann gab es so mehrere Etappen bis zu den Finalen. Dann, die haben mich so dazu eingeladen, mal den Preis in Rio de Janeiro zu bekommen. Und an jedem Abend, die haben so erwähnt, so, ja, der Preis gehört zu dieser Person etc. Und dann dachte ich, okay, ich habe so nichts gewonnen. Und dann auf einmal so, ja, und jetzt Newton Schnell, so wegen des Liedes Passeggiata di Domenica, bla bla bla. Und ich, ja, ey, ist das wohl ein Scherz oder? Ja, das kann nicht wahr sein. Ja, das war für mich so eine sehr tolle Überraschung. Und auch der Preis hatte eine interessante Bedeutung auch für Ponta Grossa, weil ich habe gesehen, so viele haben sich so mobilisiert, damit ich so mehrere, ich habe so mehrere Stimmen bekommen, sogar von einem Klaus aus Entre Rios, ja, ich habe gesehen, was du da gepostet hast. Ja, Leute, so bitte, mein Freund Newton, er ist in den Finalen, ja. Stimmt, das war stimmt. Ja. Und ich habe das Lied, man konnte ein Stück des Liedes hören, damit man auch da wählen kann, sagen wir mal so. Und da dachte ich, oh je, wenn dieses Lied nicht wenigstens unter den ersten ist, dann sieht es nicht gut aus. Aber ich war wirklich bewundert eigentlich, dass du nicht wegen des Liedes, aber dass jemand aus unserem Gebiet, aus Ponta Grossa, aus Paraná, so ja, weit kommt, das zeigt, wie unsere Kunst sich verbreiten kann. Hat es in diesem Sinne der Kunst und dieses Kenntnisses auch etwas Wichtiges in sich? Ja, du hast schon die Frage gestellt. Ja. Weil das war so wie eine kurze Pause, dann dachte ich, du wolltest so weiterreden. Ja, natürlich. Ja, in vielen Hinsichten, so sogar so mein Selbstwertgefühl, ja, sozusagen, ja, und das überzeugt mir, dass ich irgendwie auf dem richtigen Weg war, ja, oder dass es sich lohnt, so weiterzugehen, also mit der Musik, ja, in vielen Hinsichten, ja. Schön. Und wieso ist es wichtig, dass man solche Anerkennung bekommt? Seit wann spielst du eigentlich Klavier? Ja, 2004. Also dieses Jahr zelebriere ich ja sozusagen mein 20-jähriges Jubiläum mit meinem Musikprojekt. Toll. Und welche Ziele hast du eigentlich mit diesem Musikprojekt, wie du gesagt hast? Also ich wünschte, ich könnte mehrere Länder besuchen, so durch die Musik, ja, mehrere Konzerte, vielleicht
keine Ahnung, etwas mit einem Orchester im Hintergrund, so mit anderen Musikern, ja. Toll. Und für dich, wenn man so einen Preis gewinnt, ist es schon ein großer Teil deines Wunsches oder deines Traumes? Oder hast du noch andere Träume, zum Beispiel einen Grammy zu gewinnen oder so etwas anderes, so kleine Preise so nebenbei? Ja, das ist, ich habe nie so diese Absicht gehabt, mal so einen Preis zu gewinnen. Das war so, das war nicht so meine Absicht. Ich habe mich so einfach eingeschrieben, so für den Preis, aber die ganze Erwartung habe ich so beiseite gelassen und ja, also ich mache einfach so das aus, also einfach so zum Spaß, aber ironischerweise habe ich auch so diesen Preis bekommen. Weiß nicht, wie das entstanden ist, aber ist in Ordnung, ja. Nein, so gegenüber Preise habe ich keine Ziele in sich. Ne? Ich will einfach so meinem, so viel wie möglich meinem Lebensweg treu bleiben. Ja? Einfach das ist, weil für mich gibt es so keine Konkurrenz in der Musik. Es ist einfach so ein Teil von meiner Essenz. Ja. Ja, super, deiner Lebensessenz. Ja. Toll. Naja, die größten Konkurrenten, die sind ja schon gestorben, Mozart und Beethoven. Und das ist ja einfach. Ich wiederhole schnell nochmal die Preisfrage und dann wollen wir dieses Lied hören. Die Preisfrage ist sehr einfach. A, B oder C langt schon. Welche Kaiserin förderte die deutsche Einwanderung nach Brasilien ab 1824? War es Kaiserin Caroline Josepha Leopoldine Franziska Ferdinanda von Habsburg-Lothringen? Das ist nur eine Kaiserin. Oder war es Kaiserin Elisabeth Amelie Eugenie von Bayern? Oder war es Kaiserin Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, de Bragança e Bourbon? Gewinnen können Sie ein donauschwäbisches Puzzle und ein Geschenk von Mechanizados. Rufen Sie an. Bitte Achtung, unsere Telefonnummer lautet heute ausnahmsweise 3625-8528. 3625-8528, so lautet unsere Telefonnummer. Sandra Schmidt ist schon dran oder WhatsApp, dieselbe Nummer, 3625-8528. Schreiben Sie noch die Antwort in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook und YouTube oder auf YouTube und Facebook. A, B oder C, gleich begrüße ich auch unsere Facebook-Freunden. So, und jetzt hören wir dieses wunderschöne Lied. Ich werde den Namen nicht sagen. Bitte, Newton, sage den Namen dieses wunderbaren Liedes an den Italienisch. Das beherrsche ich noch nicht. Passeggiata di Domenica oder auf Deutsch Sonntagsspaziergang. Ah, das hört sich auf beiden Sprachen sehr schön an. Also, Spaziata de Domenica oder was für ein Spaziergang? Am Sonntag, gell? Sonntagnachmittag. Passeggiata, ja. Spaziergang. Passeggiata di Domenica. Und genau. Gleich sind wir zurück. Mit diesem Lied hat Newton Schnell Jr. diesen nationalen Preis gewonnen. Hören Sie bitte. Und gleich sind wir zurück. Nee. Bot. Newton, du hast ja wunderbare Lieder bei dir, so Poplieder sogar. Aber jetzt wollen wir dein klassisches Lied hören. Nur einen Moment. Ja. Los.
das hören wir gleich. Newton, könntest du bitte erzählen, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dieses Lied zu komponieren? Wie kann man eigentlich so ein klassisches Lied komponieren? Ja, es war eine sehr interessante Geschichte. Es war so ein Sonntag, wo der Weltschmerz uns ruft, ja sozusagen. Und ja, es war mir einfach sehr langweilig zu Hause. Dann bin ich auf die Idee gekommen, ja, geh mal so spazieren auf der Autobahn, was in Deutschland nicht erlaubt ist. Ja, also von meinem Haus bis zu einem Kloster, so der sogenannte Mosteiro da Ressurreição, Auferstehungskloster hier in Ponta Grossa. Ja, es waren so fast wie 20 Kilometer hin und zurück. Und auf dem Weg ist einfach so, dass praktisch das ganze Lied erschien. So einfach, so man kann das nicht so, so ratio denken. Ja, so hast du so und so und so komponiert. War einfach wie ein Wunder. Ja? Und dann aus diesem Grund heißt das Lied einfach Sonntagsspaziergang. Hast du das während des Spaziergangs komponiert im Kopf einfach ja, so? Ja, sozusagen. Ich habe so viele LKWs gesehen und ja, hallo, ja. Dann als ich so schon wieder daheim war, so wie die Schwaben sagen, ist einfach so automatisch gelaufen. Sehr, sehr interessant, so der ganze Prozess. Toll, wunderbar. Also so ähnlich wie das Lied Autobahn von der deutschen Band, aber Elektroband, den Namen habe ich jetzt vergessen, aber gleich erinnere ich mich. Also dann hören wir Passeggiata di Domenica und gleich sind wir zurück. Thank you.
2,5. Acho que vai baixando. Deixar no fundo. Uhr 40 Minuten. Zurück sind wir mit unserem Hitmix Live. Wir lassen dieses wunderschöne Lied noch im Hintergrund, wenn Newton sich nicht ärgert, dass wir auf das Lied drauf sprechen. Aber wir haben noch so vieles zu besprechen und dieses Lied ist gleichzeitig wunderschön. Dann machen wir alles gleichzeitig. So ist es. Oh je, jetzt ist der schönste Teil des Liedes. Hör mal bitte. Wow, Newton, gratuliere. Ach, das ist Musik. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch, wunderschönes Lied. Und das könnte man ja in allen Situationen des Lebens, passt das. Eigentlich, wenn man sehr froh ist, wenn man sehr traurig ist, wenn man einfach nur ausruhen möchte. Einfach klasse, klasse, wirklich. Wenn man im Gespräch ist, genau. Und wie ist das eigentlich, wenn ein Künstler so ein Lied immer wieder hört? Was für Gefühle tauchen auf, wenn du merkst, hoppla, dieses Lied, mein Werk, das ist wirklich schön und es wurde auch anerkannt? Ja, also zum Teil... Als Komponist wird man immer so kritisch gegenüber dem alten Werk. Dann in diesem Sinne, oh, ich hätte anders machen können. Ah, das hier, so, es gab so einen Fehler und da die Aufnahme war nicht so toll. Aber andererseits natürlich bringt das so ein gutes Gefühl, okay? Wenn ich einfach so nicht mehr
auf Erden bin, also wenn ich so aus dieser Welt verschwinde, habe ich etwas so komponiert, ja, also wenn, keine Ahnung, so die anderen können das hören und sie können immer Ja. wieder sie können sich immer wieder an mich erinnern, keine Ahnung, so solche, es sind so sehr seltsame Gefühle, so zum Teil ist man stolz, andererseits, ah, ich hätte anders machen können, so ungefähr. Verstehe ich, verstehe ich. Aber das merkst nur du eigentlich, dass die Kleinigkeiten. Ja. Gut. Und hattest du eigentlich schon an andere Wettbewerbe teilgenommen vorher oder noch nicht? War das der erste? Ja, war praktisch so mein erstes Mal hier in Punta Grossa, gab es so mehrmals diese, also Wettbewerbe so von der Kulturstiftung. Dann habe ich so auch so was bekommen, aber im ganzen Brasilien war so mein erstes Mal und natürlich das ermutigt mich so weiterzugehen so mit der Musik so die Anerkennung, wie du sagtest, zum Beispiel so wenige Tage später, so nachdem ich diesen Preis bekommen habe, war ich auf Tour in Kolumbien. Dann war es sehr schön. So, ich war mehrmals so in Podcasts oder in Konferenzen da. Ich habe sogar im Gefängnis gespielt. Das war so wie ein Gefängnis für Jugendliche. Die haben mich so dazu eingeladen und die haben so mehrmals erwähnt, also dass so ein Pianist aus Brasilien, der neulich so einen Musikpreis, einen Musikpreis gewonnen hat. Das war für mich so, das sind neue Wege, die man erfahren kann, so durch die Musik. So nicht einfach so, ah, ich habe was komponiert und ich habe so diesen Preis bekommen. Das sind andere Sachen, so neue Kontakte, Freundschaften, neue Länder. Ja, ohne die Musik wäre das also mindestens so für mich nicht möglich. Genau. Wie viele Länder hast du eigentlich schon kennengelernt, dank der Musik? Keine Ahnung, so vielleicht, ja, war so 15. Oha. Ja, so, ja, ich glaube, hier in Südamerika hatte ich schon Konzerte, so. Ja, Brasilien, Paraguay, Argentinien, Kolumbien, Ecuador, dann auch so in vielen Ländern in Europa, ja, Deutschland, Österreich, Italien, Norwegen, ja, was noch, in der Ukraine, in den Niederlanden, ja, ich glaube so, ja. Ah, nur das, okay. Super, gratuliere. Und welches war deine schönste Erinnerung als, sag mal jetzt, oder das schönste Konzert im Ausland? Oder Das ist eine besonderes Konzert? Frage, ja. Zum Beispiel meine letzte Kolumbien-Tour war sehr schön, weil die Menschen brachten so die CDs von meinem ersten Konzert. So wann war das erste Konzert? So 2017, ja. Und also ja, Kolumbien oder in der Ukraine, in Deutschland, es ist immer so ein tolles Gefühl. Ich habe so einen sehr guten Zugang zu meinem Publikum, als ob wir schon langjährige Freunde wären. Toll. Die bringen Und wie? Briefe, Geschenke, Bücher, Fotos, Kaugummis, Schokoladen, T-Shirts, alles Mögliche, ja. Wie ein Superstar praktisch. Nee, es ist einfach so, wie gesagt, so ein freundlicher Zugang, ja, weil Genau. zum Beispiel dieses letzte Konzert in Pasto in Kolumbien, also diejenigen, die im Theater arbeiten, die wollten uns schon rauswerfen aus dem Theater, weil 3 Stunden nach dem Konzert waren wir immer noch da und ja, dann, Leute, Jetzt langsam. ihr müsst schon los, ja. Und ich war da so mit
mit vielen Bekannten. Das war sehr schön. Toll. Und wie stehen eigentlich diese Einladungen, um in diesen Ländern zu spielen? Also, man muss auch so berücksichtigen, ich bin ein sehr, also eine sehr kontaktfreudige Person. Ja? Also nach dem Konzert, so, ja, weißt du, so, ich kenne so eine Person, die dir so helfen kann, mal so in einer anderen Stadt zu spielen. Und für mich fällt es das alles so sehr leicht. Und so Kontakte bringen neue Kontakte, ja, sozusagen. Und ich habe auch so eine sehr, wollen wir sagen, eine sehr interessierte Haltung. Ich habe so großes Interesse, andere Länder und Städte zu besuchen. Und ja, das kommt einfach vor, ja. Genau. Und bei uns in Entre Rios gibt es sehr viele Klavierspieler. Und wenn man so eine Karriere führen möchte oder sich ausbilden möchte, welche Tipps würdest du unseren Schülern, unseren Musikern hier in Entre Rios geben? Das ist eine gute Frage, weil ich bin kein, wollen wir sagen, so kein konventioneller Pianist im Sinne von Konservatorium und von Musikschule etc. Es hängt davon ab, was man damit will, ja, weil ich habe immer so komponiert. Und es fällt hier, mindestens hier in Brasilien, fällt es so sehr schwer, Gelegenheiten zu finden, wo man so die eigene Musik machen kann. Also wenn du so eine Band hast, ist was anderes. Aber ja, hör auf dein Herz, das ist schon ein sehr guter Anfang, ja. Und das ist vielleicht so das Wichtigste. Das klingt sehr kitschig, ja, so, aber ja, das ist so vielleicht das Wichtigste. So, du bleibst deiner Essenz treu und du gehst weiter, egal ob es überall so Gelegenheiten gibt oder nicht, also, weil das muss so aus der Seele kommen, ja. Schön, super, super. Ja. Also aufs Herz, aufs eigene Herz hören und auf die eigenen Fingern, das ist vielleicht dann auch wichtig, im Fall vom Klavier. Super, ich wiederhole zum letzten Mal unsere Preisfrage. Die Antwort ist ja sehr einfach. Bitte machen Sie noch mit, wenn Sie wollen. Wenn Sie ein donauschwäbisches Putzel oder ein Geschenk von Mechanisados gewinnen wollen. Welche Kaiserin förderte die deutsche Einwanderung nach Brasilien ab 1824? Ein Tipp, diese Kaiserin spielte auch sehr gerne Klavier. Kennst du ihre Geschichte wahrscheinlich gut, oder Newton? Ja, so zum Teil, aber den Namen darf ich nicht sagen, ja. Nee, noch nicht, aber gleich. War es Kaiserin Caroline Josefa Leopoldine Franziska Ferdinanda von Habsburg und Lothringen oder Kaiserin Elisabeth von Bayern, habe ich es abgekürzt, oder Kaiserin Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo, abgekürzte Bragança e Bourbon? Auf los geht's, los, rufen Sie noch an, 3625 8528, bitte anrufen. Sandra Schmidt ist dran oder WhatsApp-Nummer ebenso 3625 8528. Unsere Facebook-Freunde machen sehr nett mit, vielen herzlichen Dank. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Like oder Herzchen zu hinterlassen. Auch ein Haha oder ein Weinen, wenn dieses Lied Sie berührt hat, aber nicht ein trauriges Weinen, sondern ein emotionelles Weinen, wenn man das so sagen kann. Und jetzt, Newton, unsere Zeit, die läuft uns davon, aber wir feiern ja dieses Jahr das 200-jährige Jubiläum der deutschen Einwanderung in Brasilien als deutschstämmiger Sprachlehrer. Wie bewertest du eigentlich die Bewahrung oder Verbreitung der deutschen Sprache in Brasilien zurzeit oder im Laufe der Jahre? So, meines Erachtens, so ganz unter uns, was ihr da habt, so in Entre Rios, ist für mich so wie eine Ausnahme, so wie ihr die Sprache bewahrt, so, und gleichzeitig auch so Schwäbisch, ja, Schwäbisch und Hochdeutsch.
Ja, wenn wir so gar kein Deutsch mehr sprechen, verlieren wir unsere Essenz, ja. Und die Sprache ist nicht einfach so ein Plus in deinem Lebenslauf. Es ist etwas wirklich für das Leben, ja. Neue Perspektiven in vielen Hinsichten und meines Erachtens, ja, wir hatten zum Beispiel so dieses Problem während der sogenannten Nationalisierungskampagne, wo so man durfte gar kein Deutsch mehr sprechen, so in der Öffentlichkeit. Und das war für uns so, ja, so ein sehr, so ein sehr trauriger Teil unserer Geschichte. Und niemand verbietet uns so heutzutage so die Sprache zu lernen und zu erlernen. Dann in diesem Sinne, ich glaube so, jeder, der sich so für die deutsche Kultur einsetzt, sollte mal so zu den Donauschwaben mindestens einmal, ja, um zu erfahren, wie es schön ist, wenn man so zweisprachig aufgewachsen ist. Es ist, als ob man, ich habe auf einmal so zwei Herzen. Es ist sehr schön, ja. Und man sieht, wie das wichtig ist, wenn man in Deutschland ist. Weil, okay, ja, du beherrschst meine Sprache hier in Deutschland, schön. Aber wenn du in Brasilien bist, da kannst du so dich so, du befindest dich in der Öffentlichkeit so und mit Deutsch und mit Portugiesisch ist ein sehr gutes Gefühl, wenn man sich so zurechtkommt mit zwei Sprachen. Und für mich gibt es auch so empfindliche Verhältnisse zur Sprache. So, vielleicht kannst du dich so besser kommunizieren, wenn du traurig oder wenn du wütend bist, in verschiedenen Sprachen. Und es ist nicht einfach so, wie gesagt, so ein Vorteil im Beruf. Es ist viel mehr als das. Genau, super. Leider haben wir ganz wenig Zeit, aber ich habe jetzt einen kurzen Vorschlag. Wir machen noch 10 Minuten weiter auf Facebook und YouTube. Nach 7 hättest du diese Gelegenheit noch, Newton? Ja, also machen wir das so. Und ich wollte nur schnell noch fragen, damit unsere Zuhörer auf Radio das auch noch hören. Du nahmst vor einigen Wochen an einem Kongress in Deutschland teil. Wie war das damals und was hast du dort erfahren? Ja, es war eigentlich eine Vorführung von einem Dokumentarfilm wollen wir sagen, so über den deutschen Beitrag zum Aufbau von der Stadt Ponta Grossa. Es gab so letztes Jahr so wie ein Wettbewerb in der ganzen Stadt, so durch die Kulturstiftung, so für die 200 Jahre der Stadt, so 200-jähriges Jubiläum von Ponta Grossa. Dann habe ich mich eingeschrieben, so mit dem Zweck, etwas über die deutsche Präsenz zu machen. Und dann in diesem Sinne haben wir so einen Dokumentarfilm gemacht. Und ich habe so einen auch so einen kleinen Preis gewonnen. Ich war so auf Platz 3, ja. Und dieser Dokumentarfilm wurde so mehrmals in der Öffentlichkeit gezeigt, im Sinne von öffentlichen Schulen. Und also der Dokumentar heißt Teutoprinzessinos. Ja. Und dann, als ich in Deutschland war, so noch so Ende des Jahres, in den ersten Tagen bin ich so mehrmals so wandern gegangen. Und als es angefangen hat zu regnen, dann bin ich auf die Idee gekommen, okay, ich werde mal so die Untertitel zu bearbeiten. Dann habe ich so einfach so 26 Seiten so aus dem Portugiesischen ins Deutsch übersetzt und dann ein anderer Freund, der Muttersprachler ist, der hat so die Untertitel so überprüft etc. und einige Passagen korrigiert oder verbessert. So,
im Sinne so von Begriffen, wie zum Beispiel wir sagen hier, Germanisch gilt für uns als Germanico, aber der hat gesagt, so, ja, aber für uns hier in Deutschland Germanisch, das erinnert uns an die germanischen Stämme, ja, so Tribus Germanica, so nein, 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 so alt ist unsere Geschichte nicht hier in Brasilien, ja. Dann, genau. Dann wurde so dieser Film in der Öffentlichkeit gezeigt, da in Deutschland, und dann hatten wir auch noch eine Diskussionsrunde. Er saß sehr schön, ich bin so gegen 19 Uhr angekommen und so bis 2 oder 3 nachts waren wir immer noch da und die haben mehrere Fragen gestellt und Kommentare gemacht. Also die Rückmeldung war sehr positiv. Also das war zwar in Berlin und ich habe so mehrere Einladungen bekommen und das für mich war ein tolles Gefühl, weil ich konnte etwas von uns zeigen, weil es ist immer so wie eine Einbahnstraße. So, wir bekommen immer alles so von den deutschsprachigen Ländern, aber es wird viel zu wenig von uns so im Ausland gezeigt. Dann war es für mich so, okay, ich möchte so den Berlinern hier zeigen, wo ich herkomme und dass es auch so zum Teil die Sprache und die Kultur erhalten wird. Ja? Toll. Das war, Jutta, ich werde nur ein bisschen... Entschuldigung, ich muss dich ein bisschen abbrechen. Gleich sprechen wir weiter. Ich muss nur unsere Sendung im Radio beenden. Aber vorher wollen wir unsere Preisfrage bekannt geben und dann machen wir auf Facebook und YouTube noch weiter. Also bitteschön, Newton, eine Nummer. Das ist ja ganz einfach. Die Antwort, die Kaiserin war unsere Kaiserin Leopoldine, Kaiserin Caroline Josefa Leopoldine, Franziska Ferdinanda von Habsburg, Lothringen, unsere Kaiserin, die gibt ja unserer Schule auch ihren Namen und die kennen wir ja ganz genau. Die brasilianische Kaiserin Dona Leopoldina war mit Dom Pedro dem ersten Kaiser Brasiliens, verheiratet und heißt Maria Leopoldine Josefa Caroline von Österreich. Also vielen herzlichen Dank, alle, die mitgemacht haben. Und jetzt, Newton, eine Nummer von 1 bis 25, damit wir den ersten Preis, nämlich ein donauschwäbisches Putzel, verlosen. Nummer 12. Nummer 12. Ja. Janaína Amaral. Janaína Amaral hat den ersten Preis gewonnen. Und jetzt noch eine Nummer bitte von 1 bis 25, damit wir das Geschenk von Mechanizados verlosen. 6. Nummer 6. Lissifia. Lissifia hat den zweiten Preis gewonnen. Also dann hier Nummer 6. Und auch Oplavo hier. Und auch die andere Nummer, die wir gesagt haben. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, alle, die mitgewirkt haben. Bitte hinterlassen Sie noch Ihren Like oder Herzchen. Und jetzt schließe ich unsere Sendung auf im Radio ab. Und gleich sind wir zurück auf Facebook. Vielen herzlichen Dank. Unser Tontechniker war Lua Santana Martins dos Santos. Am Telefon, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Sandra Schmidt. Und ich, Klaus Pettinger, bedanke mich nochmal ganz herzlich an unseren Zuhörern aus Radio Entre Rios 99,7. Divorce do Brasil hat schon angefangen. Vielen herzlichen Dank und bis zur nächsten Woche. Ciao und gute Nacht. So, jetzt machen wir da weiter auf YouTube und Facebook. A gente vai continuar aquilo. Acho que pode baixar, por favor, só o retorno. Muito obrigado. Und jetzt machen wir weiter auf Facebook und YouTube. So, du erzähltest noch über diese Erfahrung in Deutschland, Newton. Ich habe dich abgebrochen. Wie war es dann, du wolltest dann noch erzählen, wie es dann eigentlich dort war? Also von Anfang an? Erzähle ich sie wieder so von Anfang an? Oder eigentlich nur, wie du in Deutschland dann angekommen bist. Und wie war eigentlich insgesamt diese Erfahrung für dich? Als Sprachlehrer und auch als eigentlich
sprachbegabter, kann man auch so sagen. Und du mögst ja so viele Sprachen zu sprechen. Wie war das für dich? Es ist immer für mich so ein sehr gutes Gefühl und ein Stückchen, so ein Stückchen Heimat, ein Stückchen ja, daheim, ja, wie die Schwaben sagen. Es ist für mich so schön, wieder so die Freunde zu sehen, wieder Deutsch zu hören, so überall und in den Wald zu gehen, so wandern zu gehen. Es ist immer so sehr, ja, für mich ist fast wie eine Notwendigkeit, fast wie ein Muss. Ja, irgendwie nach einem Jahr auf einmal befinde ich mich im Flugzeug, wie, ey, wie kann das sein, schon wieder in Deutschland, aber hoppla. Super, super. Eigentlich, ich weiß nicht, was du am liebsten hast, wandern oder reisen? Was würdest du als erste Stelle sagen? Kann man nicht so eine Kombination machen, zum Beispiel, ja, aber ich reise bis zu einem bestimmten Ziel und dann steige ich aus und gehe wandern. Super, weil eigentlich dieses Lied, mit dem du diesen Preis gewonnen hast, entstand durch einen Wander, einen Spaziergang eigentlich und jetzt diese von diesem Austausch ebenso. Wie wichtig ist es, mir sagt dann, spricht dann immer wieder, dass das wichtig ist für den Körper, aber für den Geist und für den Kopf ist das ebenso wichtig, gell? Ja, total. Und die Gespräche, die man so beim Wandern führt, wie zum Beispiel, ich habe sogar auf meinem YouTube-Kanal so ein Gespräch gepostet. Ich befand mich so im Wald in Bayern mit meinem Mathe-Tee und habe so erzählt, wie es so bedeutungsvoll für mich war, so Gespräche mit engen Freunden zu führen über alles Mögliche, so wie man auf Deutsch sagt, so über Gott und die Welt. So, wir haben über Familie gesprochen, über unser heutiges Leben, ja, und inwieweit es wichtig für uns ist, also das Leben im Griff zu haben, weil ich kenne so diese Freunde seit meinem ersten Aufenthalt in Deutschland, so vor 12 Jahren, und vieles hat sich so verändert in dieser Zeit und wir sind irgendwie so erwachsener geworden und es ist immer so sehr schön, über solche Sachen so zu sprechen und hauptsächlich, wenn man so beim Wandern ist, da entstehen so neue Ideen. Es ist natürlich so sehr gut für den Körper, aber für mich ist es so auch interessant, diese Kombination so zwischen Körper und Geist zu haben. Ja? Genau, toll. Und wenn man noch über diese 200-jährige, über dieses 200-jährige Jubiläum der deutschen Einwanderung spricht, welche Initiativen würdest du empfehlen oder könnten dazu beitragen, dass die deutsche Sprache noch mehr Interesse in Brasilien findet? Zuallererst würde ich sagen, so, man kann kleine Initiativen haben. Man braucht nicht unbedingt ein Megaprojekt. Wir haben hier in Ponta Grossa mindestens so einmal im Monat haben wir so einen deutschsprachigen Stammtisch. Das ist sehr einfach. Du bestellst so dein Bierchen, es kann sogar alkoholfreies, das ist in Ordnung, ich habe nichts dagegen. Ja? Oder man trinkt was anderes und spricht Deutsch. Und das bringt die Menschen so zusammen. Da entstehen so neue Bekanntschaften, so also neue Freundschaften, neue Partnerschaften vielleicht. Wir machen auch so mit der Schule, wir bringen so ab und zu mal neue Gäste, wie zum Beispiel jetzt am 23. haben wir so den Herrn Gerd Wagner, er ist so der Stellvertreter des VDS, also Verein Deutsche Sprache, und er wird so einen Vortrag auf Deutsch halten. Und da kommt auch so ein anderer Freund, der wird über
das System der Genossenschaft in den deutschen Siedlungen sprechen. Solche Sachen können sozusagen die Sprache retten. Ja, also die Menschen sind vielleicht nicht ganz bewusst von dem, was sie verlieren. Ja, erst wenn man so in Deutschland ist, kann man erfahren, wie es wichtig ist, zwei Sprachen zu beherrschen. Ja, und das ist auch so ein Teil von unserer Geschichte. Ja, also Paraná zum Beispiel vor 50 Jahren war so ein Ort der Vielfalt im wahren Sinne des Wortes. So, man hörte so Polnisch, Ukrainisch, Italienisch. So, das ist so, das machte so das Bundesland so kulturell sehr reich. Ja. Mhm. Stimmt, stimmt. Und wie du auch erwähnt hast am Anfang, die Sprache, das ist nicht nur, es geht nicht nur um die Sprache zu beherrschen, sondern alles, was da mit sich mitkommt. Man merkt ja, wenn man eine neue Sprache lernt, das ganze kulturelle oder der ganze kulturelle Hintergrund, das macht eigentlich am Anfang nicht viel Sinn, solange man nicht eigentlich die Kultur selbst kennenlernt. Und Gegenteil ist dann auch richtig, weil wir dann, wenn man die deutsche Sprache verliert, dann verliert man auch den ganzen kulturellen Hintergrund. Wie siehst du das bei euch mit der Sprachschule? Diese Initiativen, die ihr immer wieder auf die Beine bringt, das ist sehr interessant. Ich verfolge euch ja auf Instagram. Und ich sehe da sehr verschiedene und interessante Ideen, die ihr immer wieder einführt. Wie du gesagt hast, nichts Großartiges, so im Sinne von Menge und so weiter, aber eigentlich großartig, weil die Initiative zustande kommt. Wie kommt ihr auf solche Ideen und welche Ergebnisse habt ihr schon gespürt? Oh ja, in vielen Hinsichten, so ich sehe, ja, viele Schüler, die inzwischen nach Deutschland so umgezogen sind oder die so gut beherrschen, dass sie so Vorträge halten im Ausland auf Deutsch, das ist so für mich so ein Stolz, ja. Und natürlich, ich habe so immer davon geträumt, ich will so vielleicht einen kleinen Unterschied machen, so mit der Schule. Ich habe immer so davon geträumt, ich wünschte, wir hätten hier in Ponta Grossa irgendwann mal so einen Stammtisch, wo man Deutsch sprechen kann oder Vorträge oder einen Kulturabend. Aber wenn es diese Lücke gibt, dann okay, vielleicht muss ich das machen. Aber nicht so wegen mir. Vielleicht bist du einfach so du bist einfach so der Erste. So, wer weiß, so was daraus sein wird in 5 oder in 10 Jahren. Ja? Also genau. Diese Kleinigkeiten und das alles entsteht vielleicht viel mehr aus einer Notwendigkeit, dass die Sache nicht einfach zugrunde geht, dass die Sache nicht einfach verschwindet. Weil ich merke, so bei uns hier in Ponta Grossa gab es damals so deutschsprachige Gottesdienste, es gab eine zweisprachige Radiosendung so jeden Sonntag, es gab so einen deutschsprachigen Verlag, ganz viele Sachen, so dass vielleicht das wichtigste Buch über die deutsche Einwanderung in Paraná wurde in Ponta Grossa so konzipiert, so vom Wilhelm Fugmann. Es gab einen Buchverleger, der Brepol, er war mit Hermann Hesse befreundet. So, der Nobelpreis hat einen Freund hier in unserer Stadt und also man hört kaum über solche Sachen in der Öffentlichkeit. Dann dachte ich, da kann man sowas, was fängt an mit diesen kleinen Initiativen und wer weiß, wie gesagt, so aus was daraus sein wird in einigen Jahren. Ja? Genau, genau. Das ist es ja. Das Schwierigste ist die Bewahrung
und dass das alles, was da aufgestellt wurde oder zusammengestellt wurde, dass man das nicht verliert. Zum Abschluss möchte ich noch gerne, dass du ein bisschen uns über deine Sprachschule sprichst und erzählst. Ich war eigentlich auch schon dort. Ich konnte uns den ersten Buch veröffentlichen, mein Hanomag, das Verschwinden des Hanomag, damals noch auf Portugiesisch. Und das war sehr, sehr schön zu sehen, wie das dort alles schön läuft. Die Schule in sich ist auch sehr schön, sehr hübsch ausgestattet. Also erzähle bitte ein bisschen über die Schule, welche Unterrichte ihr anbietet oder welchen Unterricht ihr anbietet, welche Sprache, was ihr alles anbietet eigentlich insgesamt, welche Sprachen und so weiter, damit wir das besser kennenlernen. Wie heißt eigentlich die Schule auch? Die Schule heißt Centro de Linguas Germania, ja. Wir haben fünf Sprachen, so Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch. Und die Schule gilt für uns auch wie ein Kulturzentrum, im Sinne, dass wir bieten so mehrere so Kulturveranstaltungen an, wie so, ja, es gibt so einmal im Monat so einen französischen Abend oder was mit der italienischen Kultur verbunden ist und natürlich so viele deutschsprachige Programme. Und wir wollten nicht, dass die Schule so konventionell wirkt, dass ich gehe so einmal oder zweimal pro Woche zu diesem Kurs und zack, aus, fertig. So, da spürt man so eine freundliche Atmosphäre, und es war für uns auch so sehr wichtig, dass du uns so von Anfang an, du hast uns immer so motiviert, inspiriert und ermutigt. So war für uns so aus einer großen Bedeutung, dass du da warst auf einer Veranstaltung. Du hast so dein Buch hier in Ponta Grossa rausgebracht, und du weißt ja, du bist immer so herzlich eingeladen. Und ich wünschte, dadurch, dass wir uns kennen, dass wir so mehrere, keine Ahnung, dass wir unsere Schüler mal nach Entre Rios bringen. Ja, wir wollen mal einen Ausflug machen so mit unseren Schülern, damit sie auch so erfahren können, wie es schön bei euch ist. Das ist eine tolle Idee, ja. Können wir auf jeden Fall organisieren. Da können Sie auch uns ein Heimatmuseum kennenlernen und auch etwas typisches essen und so weiter. Super, ganz sehr schön. Ja, schön, ja. Toll, Newton. Newton Schnerr Junior, vielen herzlichen Dank. Leider müssen wir abschließen. Wir könnten ja noch mal eine Stunde dazu sprechen und reden, wie mir das sage. Oh, Stunde und 30 Minuten und 30 Sekunden haben wir schon hinter uns. Vielen herzlichen Dank nochmal und vielen herzlichen Glückwunsch für deine Leistung als Lehrer, als praktisch ein Botschafter, brasilianischer Botschafter der deutschen Sprache in Brasilien und ein deutscher Botschafter der brasilianischen Kultur oder deutsch-brasilianischen Kultur in Deutschland. Vielen herzlichen Dank und gratuliere natürlich auch für deine Fähigkeiten mit dem Klavier. Da kann man nur staunen. Und vielen, also dann, Dankeschön nochmal. Viel Spaß und viel Erfolg weiterhin. Ja, herzlichen Dank, Klaus. Ich wünschte, ich wäre würdig von dem, was du sagst. Ja, es ist zu viel. Ja. Aber vielen Dank fürs Vertrauen, so für die Hilfsbereitschaft und für die Offenheit, für so ein schönes Gespräch. Und wie schon erwähnt, ihr seid für mich so wie ein Leuchtturm in vielen Hinsichten, vorbildlich, was ihr da leistet. Das erzähle ich meinen Freunden im Ausland auch. Und weiter so. Ja, vielen Dank nochmal für die
für die Einladung. Ich habe so vieles zu lernen mit euch in vielen Hinsichten und fühle mich wie ein kleines Kind, wenn ich eure Initiativen sehe, dann eines Tages vielleicht schaffe ich so 5% von dem, was die Donauschwaben in Entre Rios leisten. Ja. Ja, danke schön für die netten Worte. Eigentlich, unseren Austausch kann eigentlich uns noch weit, weit führen. Also dann, wir sprachen mit Newton Schneer Junior, Pianist und deutschstämmiger Sprachlehrer aus Ponta Grossa. Diese Sendung können Sie vollständig zu jeder Zeit wieder auf Facebook und YouTube und auch auf unseren Podcast-Plattformen unter Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast und so weiter finden. Suchen Sie unter Donauschwaben Mix, alles zusammengeschrieben, Donauschwaben Mix. Dort finden Sie unsere täglichen deutschen Sendungen auch. Also nochmal vielen Dank, Newton. Und bitte, liebe Zuschauer, hinterlassen Sie noch Ihren Like oder Herzchen, damit wir wissen, ob Ihnen dieses Interview gefallen hat. Ah, Jackson Bruno, viele Grüße aus der alten Hansa Humboldt Santa Catarina. Vielen Dank auch fürs Zuhören und Zuschauen. Ciao, Newton. Dankeschön nochmal und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja, entschuldige die technischen Probleme. Ja, das war nicht absichtlich. Ich habe damit nicht gerechnet. Überhaupt kein Problem. Newton, wir hatten die Idee wieder, dass Newton für uns live spielt. Hat nicht technisch geklappt, aber wir haben ja gehört, wie schön seine Klavierleistungen oder Werke sind. Dankeschön nochmal, Newton, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja,